Ey, letztens, Chat, als ich bei. Wollt ihr eine kurze Real-Life-Story hören von mir, als ich Küche angeschaut habe? Wollt ihr hören? Ja? Okay, pass auf. Ich hoffe, die guckt jetzt hier nicht zu, weil das wäre sehr unangenehm. Also, wenn die hier gerade, die guckt hier nicht zu, niemals. Nein, nein, nein. Die schaut hier nicht zu, Digga. Nee, 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 nee. Nein, die schaut hier nicht zu. Also, pass auf. Ich bin in ein. Ich werde jetzt den Namen nicht sagen, aber ich bin in ein. Wie heißen diese Häuser? Möbelhaus gegangen, wo man Küchen kaufen kann, Couch, Esstisch, Stühle und so ein Zeug, okay? Und ich war da schon mal, ich habe mich ein bisschen umgeschaut. Dann dachte ich mir, okay, du gehst jetzt rein. Da bin ich gerade von Istanbul gekommen. Also ich bin, nee, nicht Ikea, ist ja auch scheißegal, Chat. Ich bin vom Flughafen mit Koffer direkt in das Möbelhaus gefahren, weil es Samstag war und die hatten noch eine Rabattaktion. Okay? Und ich wollte die Rabattaktion mitnehmen. Und es war irgendwie 18 Uhr und die haben um 20 Uhr zugemacht und für eine Küche brauchst du ja mindestens 2 Stunden, um die zu planen, okay? Und als ich das erste Mal da war in dem Möbelhaus, bin ich rumgegangen und ich habe da eine Verkäuferin gesehen, okay? Eine 10. Wunderschöne Haare, Digga. Volles Haar. Gute Länge von den Haaren. Weil du Schöne Farbe. wunderschön. Schöne Farbe von den Haaren. Schöne Augen, Digga. Wirklich schöne Augen. Eine hübsche Frau, okay? Dann bin ich gekommen von Istanbul, direkt vom Flughafen hingefahren. Und ich dachte mir so, ja Bruder, wenn die Dame jetzt gerade da ist und die Zeit hat, warum lasse ich mich nicht von der einfach beraten? Wisst ihr, wie ich meine? Dann war sie da, ich bin hingegangen, Chat. Ich habe sie angequatscht. Also ich habe halt gesagt, ich brauche eine Küche. Habt ihr ungefähr gesagt, was ich will? Habe auch ein bisschen rumgelogen. Ich habe gesagt, ja, also ich habe mir jetzt schon ein anderes Angebot machen lassen bei einem anderen Möbelhaus und ich wollte jetzt nochmal ein Gegenangebot machen. Ihr wisst, Business und sowas. Business Entrepreneur. Die war nicht 17, Chat. So, dann rede ich mit der. Hat gut, ist harmoniert. Hat harmoniert, sagen wir es so. Dann hat sie aber gesagt, ja, ich weiß nicht, ob wir das heute noch hinkriegen, weil sie bleibt nicht bis 20 Uhr, bla bla bla. Und dann hat sie gesagt, ja, ich suche mal nach einem Kollegen, okay? Was passiert bei meinem Glück, Chat? Sie kommt zurück. Mit dem Chef vom Möbelhaus. Der war 60, okay? 8 Meter groß, weiße Haare, Geschäftsmann seit 75 Jahren, Digga. Ein richtiger Motherfucker, Digga. Mit solchen Händen. Setzt sich vor mich. Ja, was wollen Sie denn? Eine Küche. Ja, da hat irgendwas gelabert, Digga. Auf einmal, wir reden so, der quatscht mich voll und er war voll frech. Also, der war auf sympathisch frech. Und dann sagt er so, ah, ich sehe ja, Sie haben eine Rolex. Ich sitze da so, Digga, ich so, was? Ja, ich habe die Uhr in Ihrem Handgelenk gesehen. Also haben Sie ja doch Geld, weil Sie ja die ganze Zeit sagen, Sie müssen sparen und so wegen der Küche. Ich so, Scheiße, Digga, das hat mich an den Eiern. Ich so, nee, nee, die ist gefälscht. Da hat die auch ein bisschen gekichert, die Frau. Da habe ich Pluspunkte gesammelt bei ihr. Und dann hat er aber auch gekichert gesagt, ja, quatsch mir nicht voll, ich kenne mich aus mit Uhren. So, ja, ist gut. Dann ging es weiter. Der hat mich komplett fit gelabert, Digga. Gefühlt 8 Küchen gekauft in 10 Minuten bei ihm. Obwohl ich nicht mal eine Küche kaufen wollte an dem Tag. Dann kommt Stefan, okay, ein Kollege von mir, kommt dazu. Der kommt, der Idiot. Der kommt, der Idiot, steht neben mir, okay? Dann sagt der Typ, der Verkäufer zu Stefan, meinem Kollegen, er so, was für ein Motor hat denn sein Porsche? Stefan so, ja, das ist ein 4-Liter-Motor, glaube ich, oder? Ich so, Dicker, du Idiotensohn! Versteht ihr, das war eine Trickfrage, damit er weiß, ob der Kohle hat oder nicht. Versteht ihr das? Der hat mich hops genommen, Chat. Der hat mich hops genommen, Digga. Habt ihr das gerafft? Der wusste nicht, der wusste gar nicht, was für ein Auto ich fahre. Der hat geraten, der dachte, okay, wenn er wirklich Geld hat, fährt er einen Porsche. Dann frage ich einfach, was für ein Motor der hat. Wenn er einen hat, antwortet er mir und ich weiß, der hat Geld. Heißt summa summarum, ich kann ihm locker nochmal 10.000 Euro draufklatschen auf die Küche. Was macht Stefan? Ja, ich glaube, das ist ein 4-Liter-Motor, oder? Vollidiot, Digga. Also der hat mich ausgedribbelt, der hat Tango getanzt mit mir, Chat. Wirklich. Der hat Tango getanzt, Digga. Die Frau hat mich ausgelacht die ganze Zeit. Also ich weiß jetzt nicht, wie das ausgehen wird, aber ich habe auf jeden Fall am Dienstag nochmal einen Termin da und werde eine Küche kaufen. Hoffentlich für einen guten Preis. Bei solchen Freunden braucht man keine Feinde. Ja, der hat es nicht gerafft, Digga. Der hat es nicht gerafft. Fahr das nächste Mal mit Fiat vor.